So, 14 Uhr, die erste Nachmittagssession heute auf der Vosges. Diese zum Schwerpunkt QGIS. Zunächst zu der Oberfläche von QGIS, wie man sich da durchfinden kann und wie man es einfacher und angepasster gestalten kann. Danach QGIS Server und zum Abschluss der QGIS Web Client, was es da alles Neues gibt. Beginnen wird Klaas Leiner und dann gebe ich dir mal das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich heute wieder mal auf der Vosges zu sein. Ich habe hier einen kleinen Vortrag vorbereitet, QGIS maßgeschneidert. Also sagen wir mal, das QGIS kann sehr unterschiedliche Gestalten annehmen, je nachdem, was man vorhat. Hier steht QGIS mit individueller Konfiguration und Modellerwerkzeugen für unerfahrene Nutzer handhabbar machen. Ich bin selber freiberuflich tätig, habe viele Kunden oder vor allem Kunden, die jetzt, sage ich jetzt mal, nicht so die GIS-Freaks sind, sondern die haben Daten und wollen damit was machen. Und das soll alles ganz übersichtlich sein. So, also das heißt, diese Projekte, um die das geht, ist häufig so, dass es eher eine didaktische als eine technische Aufgabe ist. Es ist natürlich schon auch eine technische Aufgabe, aber es ist immer auch die Aufgabe, wie kommen die Leute damit zurecht? Also Leute, die mit Geodaten nicht so viel Erfahrung haben oder teilweise keine. Und die auch ein GIS-Programm nicht so wirklich handhaben können. Die Ausgangslage ist denn so, es sind räumliche Daten vorhanden und man möchte sie gerne nutzen. Ja, es ist nicht so, dass das jetzt Projekte sind, wo ständig Daten irgendwo dazukommen, wie so ein Ingenieurbüro, das da ein Projekt hat, da ein Projekt hat. Dann muss man schon irgendwie ein bisschen mit GIS umgehen können. Also, die haben Daten und möchten damit was machen. Manchmal ist das fast so wie ein, sag ich mal, dass es eher in Richtung Datenviewer geht, aber meistens es ist mehr. Sie wollen was mit den Daten machen. Ganz bestimmte Dinge wollen Sie damit machen. So, und jetzt kommt natürlich so ein Desktop-GIS, ist irgendwie sperrig. Ich mache viele Schulungen, teilweise auch Anfängerschulungen, und es ist so, dass das nicht wirklich einfach ist. Das vergisst man immer, wenn man da tagtäglich mit zu tun hat, dass man sehr viele Dinge vor allen Dingen bedenken muss, bevor man was tun kann, viel vorbereiten muss. So, die Benutzer kennen sich nicht aus, habe ich schon mal gesagt. So, und diese Nutzer müssen selbst keine neuen Datenquellen in das Projekt integrieren. Das heißt, das läuft eigentlich so, die starten das QGIS über ein Icon und wird das Projekt geladen. Das ist sozusagen so der Rahmen. Das kann dann ganz unterschiedlich aussehen. Das ist zum Beispiel so ein praktischen Geodaten-Viewer. Das ist irgendwie, die Daten, das sind jetzt nicht die Originaldaten, das ist nur so ein Musterdatensatz, aber man sieht, das ist ganz schön abgespeckt. Die Pufferfunktion ist sichtbar. Also da kann man jetzt nicht so viel mitmachen. Sie sollen sich die Leute hauptsächlich Daten angucken. So, dann gibt es auch so Sachen, das ist praktisch ein Eingabetool, da gehe ich nochmal drauf ein, da werden Baumkontrollen gemacht. Da geht es vor allen Dingen darum, Daten einzugeben und am Ende gibt es eine Ausgabe, da passiert irgendwas und da gibt es Ergebnisse und die werden im Hintergrund berechnet. Dann ist mal so zwei so Beispiele. Jetzt gehe ich jetzt mal wieder zurück zu meiner Präsentation. So, was habe ich für Beispielfälle? So, also eine Behörde möchte einen einfachen Geodatenviewer mit Suchfunktionen, einfach, dass man nach Flurstücke suchen kann. Kann man mit dem GIS-Programm einfach machen, kann man irgendwie in den Ausdruckseditor was eintippen. Aber das soll eben gerade nicht sein, weil diesen Ausdruckseditor, den wollen die Leute da nicht anfassen. So, die Abteilung Oberflächen, Gewässer, das RP Kassel möchte mit ihren Daten arbeiten. Die haben ganz viele Daten, aber eigentlich hat keiner Erfahrung mit GIS-Software. Planungsbüro sucht ein Erfassungs- und Auswertungstool für Baumkontrollen und ein landwirtschaftlicher Beregnungsverband möchte seine Karten und Tabellen in eine vernünftige Struktur bringen. Also, das sind Gemüsebauern, die haben ganz viele Flächen und die haben Brunnen und Leitungen. Und die sind auf mich zugekommen, weil wir haben im Schrank ganz viele alte Karten, wo seit 20 Jahren immer irgendwas reingekritzelt wird und ganz viele Excel-Tabellen und dies und das. Und das sollte in irgendeine Form gebracht werden, mit dem die Leute umgehen können. So, ein großer öffentlicher Waldbesitzer benötigt ein GIS für die Revierförster. Das ist der Landesverband Lippe. Das waren alles so ähnliche Projekte und da mich die irgendwie alle im letzten Jahr getroffen haben, dachte ich, stelle ich mal das Ganze vor, diesen Umfang. Also, jetzt mal so eine, das ist so ein bisschen geht in Richtung Diskussion. Nachher geht es ja sozusagen um den QGIS Web Client, was ja eine sehr spannende Sache ist. Und ja, jetzt habe ich einen QGIS Desktop mit angepasster Oberfläche. Ist das vielleicht manchmal auch eine Alternative zum
WebGIS im Intranet, sage ich mal. Im Intranet ist es natürlich eine andere Geschichte. Häufig schrecken gerade in Behörden, die wollen das natürlich auch gerne im Webbrowser haben. Da spricht ja vieles für. Wir haben dann so eine ArcGIS-Installation im Kopf, wo man 1000 Dinge machen muss und zwischendurch noch immer irgendwie irgendwelche Übungen vollziehen muss, weil man da irgendwelche rechtlichen Sachen machen muss. Das ist ja beim QGIS anders. Das ist einfach, es ist freie Software. Und natürlich die Bearbeitung von Daten. Das geht ja inzwischen auch mit manchen WebGIS-Clients, aber das ist da natürlich einfach. Und man muss halt keinen Server administrieren. Das ist, dann sage ich jetzt mal, sowas für gerade kleinere Institutionen manchmal spannend. Das war der Ausgangspunkt. So, und jetzt habe ich irgendwie angefangen und habe da so ein paar Handlungsoptionen mir ausgedacht. Das heißt ausgedacht, viele Anregungen bekommt man ja, wenn man irgendwie unterwegs ist, zum Beispiel von der FOSGIS, was kann man eigentlich machen? Und beim QGIS, da kann man eine ganze Menge Sachen anpassen, ohne dass man jetzt ein Plugin schreiben muss oder Python-Code tippen muss. Kann ich nämlich nicht, will ich vielleicht nochmal lernen. Aber jedenfalls, so, was gibt's da für Handlungsoptionen? Zum einen kann man für das QGIS eine individuelle Konfiguration herstellen. Es gibt diese Config-Path-Option. Wenn man das in das Startkommando reinschreibt, dann startet der sozusagen mit einem eigenen Konfigurationsverzeichnis. Und die Leute wollen natürlich jetzt nicht da irgendwie ein Kommando eingeben, sondern man richtet das vorher ein, dass die, wenn die auf das Icon schicken, diese Konfiguration startet. Und da ist praktisch ein eigenes Konfigurationsverzeichnis und da kann alles abgelegt werden. Also zum Beispiel Einstellung der Benutzeroberfläche oder auch individuelle Modeller-Werkzeuge. Leute wollen irgendeinen Geodatenprozess durchführen, der kommt immer wieder. Und wenn man denen erklärt, ja, musst du einen Intersect machen und Dissolve, und dann öffnest du den Feldrechner und machst da irgendwie Dollar Area durch 10.000, hast du Hektar, dann sagen sie, ich wollte eigentlich nicht Chinesisch sprechen, sondern irgendwie was machen, dass das funktioniert. Also baut man das zusammen in ein Modeler-Werkzeug und seit QGIS 2.16 kann man dafür auch eigene Icons und Menüs anlegen. Also das heißt, die müssen noch nicht mal die Toolbox öffnen, sondern klicken auf ein Icon und dann kommt das Werkzeug. Dann die Dateneingabe, da kann man ja im QGIS traditionell sehr viel machen, dass man jetzt nicht irgendwas eintippen muss. Und inzwischen ist das so gut geworden, diese Standardmöglichkeit, Eingabemasken zu gestalten, also wenn irgendjemand hier aus dem Entwicklerumfeld ist, das ist wirklich ganz toll, dass man gar nicht mehr auf irgendwelche Zusatzsoftware zurückgreifen muss, wie irgendwie Qt Designer, um wirklich richtig layoutete Eingabemasken zu gestalten. Auch sogar mit Restriktionen, also dass der Nutzer erst auf OK klicken kann, wenn er auch alle notwendigen Felder ausgefüllt hat. So, und dann kommt die Datenhaltung. Wenn man so in Interaktion steht mit einem Kunden, wie mit diesem Beregnungsverband, dann macht man was und dann, ja, ruft der andere, das soll noch so und so sein. Und dann muss man ja ständig die Daten hin und her schicken. Und wenn man da ganz viele Shape-Dateien schickt, dann wird man ganz verrückt. So jemand wie diese Leute, die wollen sich auch keine Postgres-Datenbank einrichten. Da ist eine sehr schöne Kombi. Ich mache das in einer Spatialite-Datei, in so einer SQLite-Datei. Und ich habe jenseits der Rasterdaten, die sich in diesen Projekten, wenn sie da sind, nicht groß verändern, zwei Dateien, eine Projektdatei, eine SQLite-Datei. Die kann ich in vielen Projekten, kann ich die per E-Mail verschicken. Oder wie auch immer. Das sind zwei Dateien, an die man denken muss und das ist sehr übersichtlich für den Nutzer. Egal, wie viele Layer da sind. Die untere Zeile kann ich gar nicht lesen. Dann gibt es die Atlas-Funktion. Ja, noch zu Spatialite-Dateien. Natürlich, SQL-Trigger im Hintergrund können eine ganze Menge Sachen machen. Der Nutzer gibt was ein und dann soll aufgrund des Ausfüllens dieser Spalte im Hintergrund irgendwas passieren und berechnet werden und andere Spalten gefüllt werden, ohne dass der Nutzer irgendwelche Funktionen aufrufen muss. Das funktioniert sehr gut. Und am Ende kann man in der Atlas-Funktion Karten oder auch irgendwelche Berichte über Views, über Datenbankfunktionen, bekommt man dann Tabellen, Ausdruck fertig, Berichte und das ist sozusagen sehr übersichtlich. Das sind die fünf Handlungsoptionen oder sag ich mal, Dinge, die ich da gemacht habe. So, das ist das erste Mal. Also die Config-Path-Option, das funktioniert ja so, ich lege ein Verzeichnis an, da wird alles reingeschrieben. Programmeinstellungen, Erweiterungen, die installiert werden. Und das ist sowieso sehr interessant, weil ich mir natürlich da eine Sicherung bauen kann, auch für den normalen Nutzer. Wenn man unter Windows das benutzt, steht denn nichts in der Registry, alles in diesen Verzeichnissen, die kann man sich vorher sichern. Wenn man irgendwelchen Unsinn gemacht hat, kann man es wieder herstellen. Und dann steht da halt irgendwie drin so eine Zeile
Und das kann man dann entweder ins Start-Icon packen oder man schreibt es sozusagen in die Windows-Batch-Datei, in die Start-Datei oder in das Shell-Skript, was QGIS startet. Das ist sehr schön. Und dann kann man anfangen, das anzupassen. Man hat so ein Konfigurationsverzeichnis da. Das heißt in diesem Falle UK. Und da ist denn, da sind auch die Daten drin und so weiter. Und dann gibt es das Verzeichnis QGIS-Conf in diesem Fall. Und da sieht man, da sind sehr viele Verzeichnisse, unter anderem eins mit QGIS in Großbuchstaben. Da sind die eigentlichen Konfigurationsdateien drin. Das ist ganz wichtig, weil wenn man jetzt bei den Einstellungen eingibt, das Menü Einstellungen wird ausgeblendet und man merkt am Ende, oh, man muss ja doch noch was einfügen, muss man es ja irgendwie wieder herstellen. Also geht man dann in die QGIS 2 INI oder QGIS Customation 2. Dann sind irgendwo auch die Modeler-Dateien. In dem Verzeichnis Models und die Erweiterung unter Python Plugins, das ist sozusagen die ganz normale Verzeichnisstruktur, die man sonst auch hat, im Punkt QGIS 2 Konfigurationsverzeichnis. Nur hier hat man nochmal dieses QGIS-Verzeichnis. Es steht nichts in der Registry. So, hier habe ich nochmal so ein paar SVG-Grafiken, die ich für Icons verwendet habe. So, also ich lege so eine Konfiguration an. Muss man ein bisschen Kommunikation haben mit dem Kunden, weil leider werden die Pfade immer mit absoluten Pfaden da gespeichert. Also das ist dann mit der Anpassung immer so eine Sache. So eingerichtet wird das über Einstellungen, Optionen beziehungsweise Einstellungen anpassen. Ich weiß nicht, ob Sie das ausprobiert haben. Bei Einstellungen anpassen kann man alles Mögliche ausblenden, sage ich jetzt mal. Und bei Einstellungen, Optionen kann man halt so Sachen machen, wie zum Beispiel, dieses Projekt wird beim Start gestartet, weil die Leute sollen, zack, das Projekt wird automatisch gestartet. Das ist jetzt ein Blick in diese Anpassungsgeschichte. Da setzt man einfach die Häkchen raus, damit bestimmte Menüs nicht angezeigt werden, weil häufig ist es für den Nutzer tatsächlich so, die sehen so ein GIS-Programm und denken, was ist das alles, was soll ich damit machen? Das ist mir alles viel zu viel. Der Anblick strengt mich schon an von diesen ganzen Icons. Also, dann muss man diesen Anblick ein bisschen zurücknehmen und dann ist man erstmal viel entspannter davor. Ne? Das ist dann wie so ein Webviewer. So. Dann gibt es diese beiden Dateien, die ich gerade eben schon erwähnt habe. Und dann sieht das plötzlich so aus. Die QGIS-Oberfläche sehr sparsam. Da sind drei Icons, die man gar nicht kennt. Das sind irgendwelche Funktionen, dieses S und dieses Grüne. Also die sehen vielleicht nicht so schön aus. Ich bin jetzt nicht der Ober-Icon-Gestalter, aber man kann sie unterscheiden. Und ansonsten wird da nicht viel angezeigt. So, die QGIS 2 INI, die kann man auch schreibgeschützt machen, weil, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben, wenn das QGIS startet, dann wird die immer geschrieben und beim Schließen. Und wenn man es verändert hat, das macht auch manchmal das Starten und Schließen langsam. Und wenn der Nutzer jetzt eine Iconleiste aus Versehen verschiebt oder sich aus Versehen das Inhaltsverzeichnis wegklickt oder irgendwie sowas, woran ich weiß, wie es geht, der braucht es nur neu starten, wieder öffnen, dann ist das wieder alles wie vorher, weil die QGIS 2 INI macht man einfach mit Mitteln des Dateisystems schreibgeschützt. Jetzt sieht man in dieser QGIS 2 INI steht zum Beispiel hier auch irgendwo drin, was ich eben eingestellt habe, die Projektdatei. Oder hier sieht man einen Eintrag, wo ein eigenes Icon von einem Modeler-Tool definiert wird. Hier befindet sich die SVG-Datei, die dargestellt wird. Und dann sieht man, es sind immer absolute Pfade. Ne? Also das ist, da muss man mal aufpassen. Das heißt, ich arbeite eher unter Linux, habe aber die Kunden natürlich meistens unter Windows, sind so eine virtuelle Maschine, wo denn das abgebildet wird und da sind dann ganz, ganz viele Netzlaufwerke und Links, um diese ganzen unterschiedlichen Verzeichnisstrukturen herzustellen. So, und da sieht man in der QGIS Customation 2 INI werden hier irgendwelche Sachen ausgeblendet. Zum Beispiel ist hier das Settings-Menü mit False ausgeblendet. Ganz gut zu wissen, wo das ist, weil wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man ja über das Menü nicht mehr darauf zurückgreifen und muss es dann wieder einstellen. So, jetzt haben wir hier Modeler-Dateien. Ich weiß nicht, ob Sie mit der grafischen Prozessmodellierung schon mal gearbeitet haben. Das wird in diesen Projektdateien gespeichert. Hier sieht man, hier ist ein Modell, das zeige ich nochmal, Nutzung, Summieren, Clip. Das liegt da drin. Dann gehe ich in der Verarbeitung, gehe ich hin und sage, okay, ich stelle mir jetzt hier mal, ich habe jetzt gerade das Schild gesehen, dann stelle ich mir ein paar Sachen ein und dann bekomme ich hier ein Icon für ein Werkzeug. So sieht das aus Nutzersicht aus. Er ruft das aus, kann damit was machen.
Und das ist der Prozess. Also das ist ein bisschen komplizierter. Das Werkzeug stelle ich Ihnen mal vor. So, das ist das Gewässer-GIS. Wir hatten zum Beispiel ein DGM-10 von ganz Nordhessen, was man schön anzeigen soll. Das sind auch so Sachen, was der Anwender weiß und ich weiß, wie geht man mit Rasterpyramiden um und so, damit das alles auch schick aussieht. So, jetzt gehen wir aber hier, ich will mal keine Höhendaten darstellen, sondern wir gehen jetzt irgendwo hin. Ich lasse mir hier die Nutzung anzeigen. So, jetzt haben die gesagt, wir müssen häufig irgendwelche Flächen einzeichnen und wollen wissen, wie ist die Nutzung da eigentlich? Also, das ist nur sehr temporär, einfach so eine Skizze. Also, neuer Memory Layer, Polygon. Oh, jetzt kann ich ja meine Symbolleiste nicht sehen auf meinem Bildschirm, weil die ein bisschen anders ist, die Auflösung. Ich muss jetzt mal einmal nach hinten starren. So, jetzt zeichne ich hier ein Polygon ein. Ach, das liegt ja hier unten, dann kann ich es natürlich nicht sehen. So, jetzt habe ich hier ein Polygon eingezeichnet. So, könnte ich jetzt auch einfach meinetwegen eine Gemeinde nehmen, eine Gemeinde auswählen und das dafür machen. Das kommt aufs Gleiche heraus. So, jetzt suche ich hier erstmal ein bisschen wieder umdrehen, suche ich hier mein schönes Werkzeug. Zack, jetzt wird es geöffnet. So, und jetzt muss ich, jetzt das Werkzeug berechnet jetzt in dieser Fläche, die ich abgesteckt habe, welche Flächennutzung ist da und wie groß ist der Nutzungsanteil. Also ich habe jetzt ein Beispiel aus dem Kurin Landcover, da gibt es halt irgendwie eine Spalte, da steht die Nutzung drin. Also die Nutzung ist die CLC-Nutzung. Ich muss halt die Abgrenzung eingeben, da heißt das Ding, das ist jetzt dieser Memory-Layer und die Nutzungsspalte, das ist CLC-Nutzung, also da steht drin, ist das irgendwie Acker oder sonst was und dann... Ich meine, das ist ja sozusagen nicht schwer und dann klicke ich auf, aber das ist egal, habe ich jetzt nicht angegeben, das ist aber wird jetzt in dem gleichen sein, zack, er lässt das durchlaufen und jetzt sieht man, da ist wird ein Polygon-Layer geschrieben und jetzt öffne ich die Attributtabelle und jetzt habe ich hier Hektar, Laubwald, Wiesenweiden, Prozent, kann das als Excel-Datei abspeichern und der Anwender hat eine Nutzungsanalyse, ohne dass er wissen muss, was ist Clip, was ist Intersect oder was weiß ich. So. Okay, wo bin ich denn jetzt? Wo ist jetzt meine Folie? Die Zeit läuft und ich finde meine Folie nicht. So, ganz zu Ende kommen wir jetzt auch nicht mehr. Datenablage, hatte ich schon was zu gesagt. Eingabemasken, das ist jetzt das Letzte, was ich vielleicht zeige. So, ich bin hier in meinem Baumkataster. Und jetzt soll entweder ein neuer Baum angegeben werden oder es soll ein Baum Dinge eingegeben werden. Dann startet hier jetzt irgendwie die Eingabemaske und man sieht, da ist sozusagen vieles noch nicht angegeben und jetzt muss ich diese Felder ausfüllen. Nein, nicht verkehrssicher. Ja, ist kontrolliert. Erledigung. Sofort, weil Gefahr. So, und jetzt könnte man hier noch ein paar Maßnahmen angeben. Die Kosten werden automatisch berechnet. Ich speichere das Ganze. Und es entsteht plötzlich so ein roter Rahmen da drum. Und wenn ich jetzt nochmal draufklicke, jetzt bin ich gleich fertig, also, dann sieht man zum Beispiel, Kosten sind automatisch berechnet worden, auf verschiedene andere Dinge und es entsteht im Atlas, ich weiß gar nicht, ob ich das finde, aber ist egal, entsteht praktisch ein neues Datenblatt. So, kann man es jetzt ein bisschen, also das ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, welche Seite das ist, aber für jede dieser Flächen, die ich angebe, entsteht automatisch ein neues Datenblatt über die Atlas-Funktion. Das heißt, hier läuft über SQL-Abfragen ganz viel im Hintergrund, es werden Dinge berechnet und dann greift die Atlas-Funktion drauf zu, es entsteht jedes Mal so ein Quadrat drum und dann habe ich praktisch ein Datenblatt
Und damit kann der Baumpfleger losgeschickt werden und den Ast absägen, der sonst jemand auf den Kopf fällt. Und so kann man über diese Geschichten sehr, sehr viel anpassen, das nachher ausgeben. Und diese Eingabemaske ist allein hier über Drag and Drop in den Eigenschaftendialog erstellt worden. Okay, jetzt haben wir noch eine Minute. Jetzt gibt es noch weitere Beispiele, die muss ich jetzt alle nicht zeigen. Ich denke, einen Eindruck haben Sie bekommen. Also, Kugels, Maßgeschneid, vieles ist möglich. Man kann das wunderbar anpassen für sich selber, für Kunden. Dank den Entwicklern. Wunderbares Programm, was für viele nutzbar ist. Aber damit es eben nutzbar ist, auch für diejenigen, die keine GIS-Leute sind, dann muss man da vielleicht ein bisschen was vorbereiten für seine Mitarbeiter oder Kunden. Und dann ist das sehr schön. Und ja, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen oder Diskussionen. Ja, vielen Dank. Das ist ein super interessantes Feld und Anwendungsmöglichkeit von Kugis. Da gibt es sicher Fragen dazu aus dem Auditorium. Alles schon geklärt? Ja, da vorne. Wissen Sie was dazu, ob man nicht nur quasi die Menüstruktur anpassen kann, sondern auch die, also wenn ich jetzt so ein Layer anklicke, dann geht ja auch mal das Fenster, ja, wo ich den Stil und da gibt es ja auch zig Optionen. Ja. Kann man das auch sozusagen runterkochen oder? Nicht, dass ich wüsste. Also ich habe danach auch geguckt, habe aber nichts gefunden, habe aber auch nicht so wirklich recherchiert. Vielleicht, ich sehe hier Andreas Neumann und so, vielleicht weiß da jemand aus dem Umfeld und hier Jürgen Fischer. Die bitte? Also sozusagen im Eigenschaftendialog, dass man da Sachen ausblenden kann? Genau, dass man das halt für bestimmte Anwender auch ausblenden kann, was sie quasi nichts angeht. Also dass sie quasi wegen mir noch die Farbe und die Strichdicke oder sowas einstellen können, aber alles andere ist quasi ausgeblendet oder irgendwie sowas. Nee, also müsste man dann... Nee, also... Ach so. Ja, ich meine, man kann natürlich den Doppelklick auf den Layer irgendwie ändern. In die Eigenschaften, das ist ja auch was sehr Explizites, da muss man ja erstmal bewusst reingehen. Ne? Es geht ja jetzt weniger darum, jetzt irgendwie eine missbräuchliche Nutzung zu benutzen, sondern einfach dem Nutzer das übersichtlich zu machen. Aber da habe ich auch schon nachgeguckt und mich das gefragt, aber das jetzt, wenn die beiden sagen, dass das nicht geht, dann ist das erstmal nicht möglich. Ne? Also eine kleine Idee hätte ich noch, man kann Projekte miteinander verknüpfen und wenn man einen Layer von einem anderen Projekt einbindet, dann ist die Eigenschaft unterbunden. Stimmt. Also die eingebetteten Gruppen und Layer, das wäre eine Möglichkeit, aber es hat mehr so ein Workaround. Ja, also man fügt also praktisch nicht Layer, Vektor-Layer hinzufügen, sondern Layer aus einem anderen Projekt. Ja, genau, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ich hätte eine Frage zu den Kunden. Also wenn man ihnen jetzt solche maßgeschneiderten Kugis-Projekte gibt, wie reagieren die da drauf? Ist es tatsächlich so, dass man dann, sag ich mal, sind die dann zufrieden damit? Können sie damit umgehen? Ist das für die irgendwie ein Einstieg, GIS zu nutzen? Ja, also ich habe damit gute Erfahrungen, deswegen zeige ich das hier jetzt ja auch. Es sind sehr verschiedene Leute. Ich sage mal, dieses Beispiel, dieser Beregnungsverband, wo das Titelbild war, das sind halt Leute, wie gesagt, sind Gemüsebauern, die aber auch teilweise im Nebenerwerb sind. Der eine hat in der Behörde auch mit Excel ein bisschen mehr gearbeitet und so. Die waren damit sehr glücklich. Allein vorher hatten sie, also es ging ja um eine konkrete Sache. Die sind zu mir gekommen, die haben mich im Internet gefunden, kamen mit irgendwelchen Kartenrollen da an, haben gesagt, so haben wir das, kann man das nicht in irgendeinen, wie haben sie es genannt, wir wollen da irgendein Kartenprogramm haben. Und wir haben gehört, das geht jetzt irgendwie mit Open Source und wir können das irgendwie machen. Da waren Karten in unterschiedlichster Form von Vermessungsämtern, Excel-Tabellen, die wollten das in der Form. Und jetzt ist das in der Form, wo die arbeiten können. Und ich habe ganz viel natürlich immer wieder telefoniert, der ruft an und sagt, ja, das ist noch irgendwie komisch, das verstehe ich nicht, oder kann man das nicht so machen? Dann macht man das und dann geht das wieder immer so hin und her. Das ist halt so richtig so ein Betreuungsverhältnis, denn über mehrere Monate, bis sie das Gefühl haben, ja, jetzt können wir genau das machen, was sie machen wollen. Ne? Also es geht ja, das sind ja ganz bestimmte Workflows, die sie umsetzen wollen. Und die sind da sehr glücklich mit. Ich hoffe, dass das weiter so ist. Also das hat gut funktioniert. Und auch die jetzt hier beim Regierungspräsidium, ne, mit dem Sachen. Also die wollen ja ihre Daten, die ob das GIS heißt oder sonst, die wollen einfach mit ihren Daten was machen, was sie machen wollen. Der ganze Rest drumherum, was man noch damit machen kann, ist ja uninteressant.
Ja, vielen Dank. Gibt es eine weitere Frage? Eine können wir noch. Doch, nicht der Fall. Gut, dann haben wir jetzt 5 Minuten Zeit zum Wechseln, falls das erforderlich ist. Und kommen dann zum nächsten. Ja, vielen Dank.